Die Neusiedler Seebahn zwischen Neusiedl und Pammhagen nach Ungarn ist in den vergangenen Jahren auf österreichischer Seite groß ausgebaut worden. Den ungarischen Streckenteil von Pammhagen nach Fertes und Miklos wollen Land Burgenland und Republik Österreich nun aber verkaufen. Ausgeschrieben wurde der Verkauf der Bahnlinie europaweit. Dennoch gibt es nur einen einzigen Interessenten, die Rababahn. Fertes und Miklos ist der ungarische Endpunkt der Neusiedler Seebahn. Hier gibt es aus Wien und Neusiedl kommend Anschluss an die Züge Richtung Sopron, Győr und Budapest, wenngleich eher nur theoretisch. Denn die Wartezeiten auf die Anschlusszüge sind lang, das Angebot nicht attraktiv genug. Das hat auch mit dem schlechten Streckenzustand der Neusiedler Seebahn auf ungarischer Seite zu tun. Die Züge zuckeln mit 60 km/h durch die Landschaft. Trotz der Elektrifizierung sind meist nur kleine Dieseltriebwagen unterwegs und das Gleis selbst ist in denkbar schlechtem Zustand. Genau deshalb wollen die Eigentümer der Bahnlinie, Land Burgenland und Republik Österreich, den ungarischen Streckenteil nun verkaufen. Der Hintergedanke ist, dass die Republik Ungarn Zugang zu EU-Mitteln hat, die sie in den Streckenteil stecken kann, so in etwa 80:20, 80:20 EU. Die Neusiedler Seebahn führt von Neusiedl am See über Pammhagen ins ungarische Fertes und Miklos, wo die Linie an die Rababahn-Hauptstrecke Sopron-Győr stößt. Verkauft werden soll nun ausschließlich der ungarische Teil zwischen der Staatsgrenze bei Pammhagen und Fertes und Miklos. Der Verkauf wurde EU-weit ausgeschrieben. Einziger Interessent ist die Raab Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn, die derzeit auf der Neusiedler Seebahn schon den Bahnbetrieb abwickelt. Sie stellt für die Übernahme auch des Streckengleises, also der Infrastruktur, aber Bedingungen. Wir brauchen als Voraussetzung eine Garantie für eine Finanzierung dieser Streckensanierung. Es geht da um einen Betrag von zumindest 10 Millionen Euro. Damit könnte die Fahrzeit zwischen Pammhagen und Fertes und Miklos von derzeit mehr als 15 Minuten auf unter 10 Minuten reduziert werden. Das brächte auch bessere Anschlüsse in Fertes und Miklos. Mittelfristig angedacht sind Wochenendzüge rund um den Neusiedler See für Touristen und für Pendler Eilzüge mit einer Fahrzeit von nur etwas mehr als einer Stunde zwischen Pammhagen und Wien.